Ein Baby, das noch nicht laufen und noch nicht einmal richtig schreien kann. So bezeichnet Trainerin Monika Stab die Frauennationalmannschaft von Katar. Seit 2009 gibt es die Auswahl in dem Emirat und seit Februar 2013 wird sie von der Deutschen betreut. Sie müssen noch lernen, aber sie wollen lernen. Sie lassen uns ja hier rein, um ihnen weiterzuhelfen, ihnen was zu hinterlassen, was sie selbst dann hinterher auch weiterführen. Und das sehe ich als meine Aufgabe, als Entwicklungshilfe. Und sie wollen das. Und das finde ich sehr positiv, dass sie auf einen hören, dass sie das stützen, fördern. Und so, denke ich, sind wir da auch auf dem richtigen Weg. In Deutschland führte Stab als Trainerin den ersten FFC Frankfurt zu 4 Meistertiteln, 5 Pokalsiegen und zum Gewinn des UEFA-Pokals der Frauen. Seit Mitte 2007 arbeitet die 55-Jährige eng mit der FIFA zusammen und hat in vielen Ländern versucht, dem Frauenfußball auf die Beine zu helfen. Für ihre Arbeit wurde sie jetzt mit dem Hauptpreis der Initiative Deutscher Fußballbotschafter ausgezeichnet. Dieser Preis ist ein Dank für diese Arbeit, die ich, glaube ich, über 45 Jahre geleistet habe, um den Frauenfußball zu fördern, den Mädchen, die einfach die Chance zu geben, auch zu spielen. Sie haben viel schwerere Bedingungen, sie haben keine Plätze, sie haben keine Bälle, sie haben keine Unterstützung. Und dieser Preis ist jetzt für einen Moment für den Frauenfußball im Rampenlicht. In weit über 60 Ländern hat Stab bereits gearbeitet und dabei ist sie immer wieder auf Barrikaden gestoßen. So auch aktuell in Katar, dem umstrittenen WM-Austragungsort 2022. Viele Eltern dort glauben, dass ihre Töchter als Fußballerinnen keinen Mann abbekommen und ihre Weiblichkeit verlieren. Für die Mädchen, die zum Training kommen, ist Monika Stab nicht nur Trainerin. Man ist hier als Freund, man ist hier als Mutter, als Psychologe. Man hat so viele verschiedene Aufgaben. Man will die auch noch ein bisschen ganz klein wenig erziehen, was ja auch ein Problem ist. Die Kultur, die hier ist, sie haben ihre Nannies, wenn die groß werden. Sie wissen nicht, wie sie ihre Schuhe binden sollen. Die gehen auf Toilette natürlich. Sie wissen aber noch nicht das richtige Leben, was wir anpacken in unserer Art und Weise. Wir müssen selbst spülen, wir müssen selbst unseren Abfall abräumen. Das kennen die alles nicht. Der Kampf für den Frauenfußball ist für Monika Stab noch lange nicht zu Ende. Vor allem nicht, solange es Länder auf der Welt gibt, in denen es Frauen verboten ist, Fußball zu spielen.